Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Libyen, das ist ein volatiler Brandherd in der direkten Nachbarschaft zu Europa und Deutschland. Libyen, das ist ein Land, in dem unterschiedlichste Gruppierungen, Stämme und Warlords um Macht, Geld und Einfluss kämpfen. Libyen, das ist die libysche Bevölkerung, die unter den Kämpfen und der Mangelversorgung am stärksten leidet. Ausgehend von diesem Konfliktfeld debattieren wir heute über die Verlängerung der EUNAVFOR Med-Operation Sophia. Wir alle wissen, dass Sophia keine Musterlösung für die eben skizzierten Probleme in Libyen sein kann und auch nicht den Einspruch darauf erhebt. EUNAVFOR Med gliedert sich als ein Mosaikstein in den langwierigen Prozess der Stabilisierung des Landes ein, den wir gemeinsam in der EU vorantreiben. Die Entscheidung für einen militärischen Einsatz auf hoher See war in Anbetracht der schwierigen Lage vor Ort notwendig. Die militärischen Kräfte von EUNAVFOR Med Operation Sophia entfalten alleine durch ihre Anwesenheit eine abschreckende Wirkung. Abschreckung nicht etwa, wie die Linke kolportiert, von Flüchtlingen, sondern von Schleppernetzwerken und Waffenschmugglern. Auch benötige diesen bewaffneten Einsatz, um illegale Einfuhr von Waffen nach Libyen aktiv zu unterbinden. Zivile Fähren, wie von den Linken gefordert, hätten wohl schlecht den Anfang Mai vom Tender Rhein aufgebrachte, mit zahlreichen Waffen beladene Motorboot stoppen können. Ein Boot, das mit Maschinengewehren, Mörsern, Panzerabwehrwaffen und haufenweise Munition beladen ist, kann man nun mal nicht mit freundlichen Zureden und bemalten Protestplakaten stoppen. Hierfür benötigen wir ein robustes Mandat, und unsere top ausgebildeten Soldatinnen und Soldaten kooperieren mit unseren internationalen Partnern. EUNAVFOR Med operiert dabei vor der Küste Libyens einen klar definierten Handlungsrahmen, um Waffenschmuggel nach Libyen zu verhindern, Schleuseraktivitäten zu unterbinden sowie bei der Ausbildung der libyschen Küstenwache behilflich zu sein. In allen drei genannten Bereichen konnten wir seit Beginn der Operation wichtige Erfolge verzeichnen und erste Grundsteine für eine funktionierende libysche Küstenwache legen. Neben dem offiziellen Aufgabenspektrum erfüllen unsere Männer und Frauen in Uniform auch eine weitere enorm wichtige Aufgabe bei der Seenotrettung. Bis Mitte Mai konnten dank EUNAVFOR Med über 38 Personen aus dem Wasser gerettet werden. Mein ganz spezieller Dank geht an unsere Soldatinnen und Soldaten vor der libyschen Küste, die unter größten Anstrengungen ihren Dienst erfüllen und darüber hinaus unermüdlich für die Rettung von in Seenot geratenen Menschen sich einsetzen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, militärische Lösungen stehen niemals für sich allein, sondern betten sich in einen umfassenden Ansatz ein. Libyen wird sich nicht schlagartig aufgrund von Marineschiffen vor der Küste stabilisieren. Aber wir leisten unseren Beitrag und unsere Hilfe dort, wo wir sie leisten können, wo sie von der libyschen Einheitsregierung gebraucht werden. Natürlich müssen wir auch langfristige Ziele angehen, das Bildungssystem und die Gesundheitsversorgung verbessern, einen funktionierenden Rechtsstaat aufbauen, die Zivilgesellschaft stärken und eine Versöhnung zwischen den konkurrierenden Konfliktparteien anstreben. Alles Punkte, die wir in unserem umfassenden Ansatz bereits berücksichtigen. Mit uns unter der kompetenten Leitung von Martin Kobler, mit Versöhnungs- und Mediationsinitiativen, mit finanziellen Mitteln für humanitäre Hilfe und Wiederaufbau in Libyen. Aber ein Land, in dem Sicherheit an vielen Orten ein Fremdwort ist, in dem die öffentliche Ordnung in der Hand von teils fragwürdigen Milizen liegt, in dem mehr Waffen als Menschen sind und in dem kriminelle Schmugglernetzwerke grassieren, solch ein Land braucht auch robuste Unterstützung und militärische Hilfe zur Selbsthilfe. Unsere Bundeskanzlerin hat erst kürzlich deutlich gemacht, dass wir in Zusammenarbeit mit unseren europäischen Partnern mehr Verantwortung für unsere eigene Sicherheit übernehmen müssen, dass die EU enger zusammenrücken muss, um die anstehenden Aufgaben in unserer direkten Nachbarschaft erfolgreich zu meistern. Und Minister Gabel hat ja auch eben einiges dazu gesagt. Und wie ich eingangs sagte, ist Libyen, ist der gesamte Maghreb und Nordafrika direkter Nachbar von Europa. Somit liegt es in unser aller Interesse, dort unterstützend und stabilisierend zu wirken, mit den notwendigen und erbetenen Fähigkeiten, die unser Land, die Europäische Union zu bieten hat. Die CDU/CSU stellt sich dieser Verantwortung und unterstützt die Verlängerung der EUNAVFOR Med-Operation Sophia. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche trotz des ernsthaften Themen Ihnen allen ein frohes Pfingstfest. Vielen Dank. Damit ist die Aussprache.